Martin Wiegele, der nach seiner Hüftoperation wieder auf die European Tour zurückgekehrt ist, verrät uns im Interview mit Kurt Bukowski seine Ziele für 2013. Ich freue mich sehr, Martin, dass du Zeit gefunden hast, uns für eine kurze Information über deine Operation und alles, was überstanden ist, zur Verfügung stehst. Wie geht's dir jetzt? Ja gut, es wird immer besser. Ich würde sagen, ich bin jetzt bei 90-95% von der alten Leistungsfähigkeit, wenn man so sagen möchte, von dem, was im 2010-2011 gegangen ist. Und der Anfang war, nach den 6-7 Monate Pause, war natürlich nicht so einfach zurückzukommen. Da fehlt einfach viel Spielpraxis und Turnierroutine und natürlich auch ein hohes Maß an Trainingszeit, die man einfach verloren hat. Und die anderen Spieler, nachdem es ein Sport ist, wo wahrscheinlich von der Zeitintensität her am meisten trainiert wird von allen Sportarten, weil wenn man einfach nicht ermüdet, wird halt bei der Spitze so zwischen 5 und 10 Stunden am Tag trainiert. Und wenn das die anderen eben über dieses halbe Jahr oder mehr als ein halbes Jahr tun können und die kann das nur extrem eingeschränkt machen, beziehungsweise gar keine langen Bälle schlagen, dann hat man einfach irrsinnig viel Trainingszeit verloren und die gilt es natürlich jetzt so gut wie möglich und so schnell wie möglich aufzuholen. Du hast dein Level angesprochen, 90% ungefähr. Wie kommt man zum Rest, beziehungsweise wie lange hast du eigentlich Zeit? Was sind deine Highlights noch in der Saison? Ja, man kann, da gibt es kein wirkliches Rezept dafür. Man sagt bei Sportarten, wenn man wirklich was Schweres hat, also einen schweren Unfall oder schwere Operation, dass es mindestens die Zeit bis zur dreifachen Zeit von der Verletzungspause eben dauert, das Comeback eben erfolgreich zu beenden oder wieder zurück zu sein. Also dementsprechend wird das lang dauern, aber ich hoffe, dass das doch schneller geht und ich bin durchaus Sportler, glaube ich, der sehr schnell lernen kann. Also das ist sicher einer meiner Stärken und sehr schnell Sachen umsetzen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass ich schneller als diese Zeit eben wieder vollkommen zurück sein kann. Wenn wir jetzt bei dem bleiben, deine Karriere war zum Glück von Verletzungen nicht ganz so schlimm, aber sonstigen einigen Up and Downs. Du hast ein paar Mal hin und her gewechselt auch. Wo siehst du deine Ziele noch? Wohin kommt Martin Wiegele zum Beispiel in der Weltrangliste noch? Naja, es hat sich nicht viel verändert von den Zielen her. Nicht? Ich habe jetzt zwar ein Jahr oder so vielleicht verloren, aber ich war halt auf einem guten Weg. Ich meine, ich habe 2010 auf der European Tour gewonnen und 2011 hätte ich es fast ins Race to Dubai geschafft, also fast in die Top 60. Und dementsprechend würde man dann in weiterer Folge dann erwarten, ja, dann ins Race zu kommen und das wäre dann ein logisches Ziel gewesen dann für das letzte Jahr. Nur ist halt leider die OPs dazwischen gekommen und jetzt muss ich halt die Ziele ein bisschen tiefer stecken und habe das eben jetzt als neues Ziel, eben die Top 100 für heuer zu schaffen im Race to Dubai und damit auch wieder die Karte für nächstes Jahr zu haben. Und wenn ich das schaffe, dann eben von dort praktisch weiter aufbauen und vielleicht dann für 2014 eben die Top 60 im Visier haben und dann vielleicht mittelfristiger in die Top 50 der Welt zu kommen und auch ins Ryder Cup Team irgendwann einmal es zu schaffen. Das heißt, es gibt noch viel zu tun. Wir haben in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch kurz darüber gesprochen, dass zwar die Schläge und alles ist wichtig, aber wird es nicht eigentlich am Grün entschieden? Ja, es wird auf jeden Fall am Grün entschieden. Ich meine, ab einem gewissen Level. Also man muss natürlich viel investieren, viel trainieren. Das Langspiel muss gut sein und wenn das alles gegeben ist, dann entscheidet sich es eben rund ums Grün und ganz im Speziellen am Grün. Und das ist sicher kein Punkt, der jetzt eine besondere Stärke bis jetzt bei mir war. Also ich habe es noch nie in irgendeiner Statistik in die Top 100 geschafft, leider beim Putting. Und das ist auf jeden Fall was ich auch in der Verletzungszeit praktisch verinnerlicht habe und eben
auf das ich mich ganz, ganz speziell fokussieren möchte, dass ich eben in diesen Spatzstatistiken endlich einmal die Top 100 schaffe. Und ich glaube, dass dann mein Langspiel, oder ich weiß, dass mein Langspiel auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Und ich glaube, dass das praktisch der Weg ist, um es dann einfach weitere Schritte weiter nach oben zu setzen. Wir haben jetzt schon angesprochen, weiter nach oben. Was unsere Zuseher natürlich interessiert ist, man schaut dann im Fernsehen zu und sieht diese ganzen, sagen wir mal, wirklich super Topstars. Wie fühlt man sich da, wenn man da Woche für Woche quasi auf Tuchfühlung mit denen Golf spielt? Ja, mittlerweile, jetzt ist es meine sechste volle Saison auf der European Tour mittlerweile. Und jetzt... Also eigentlich die Verletzung ist zum Glück, oder nachdem sie passiert ist, zum Glück zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich mich schon zu Hause fühle auf dieser Tour. Nicht? Also die ersten ein, zwei Jahre auf jeden Fall war es so, dass ich mich nicht wirklich zu Hause gefühlt habe. Ich hab gewusst, mein Spiel ist noch nicht ganz dort, wo es sein muss, um dort konstant mitspielen zu können. Und jetzt einfach durch Erfahrung und durch bessere Golfer zu werden, habe ich dann doch das Gefühl immer mehr und mehr selber gehabt und verinnerlicht, dass ich dorthin gehöre. Und wenn man das Gefühl hat, dann passt es, glaube ich, auch dort zu spielen. Nicht? Also solange das nicht da ist, hast du dort nichts verloren in Wirklichkeit. Nicht? Und jetzt habe ich, wie gesagt, meine vierte Saison jetzt hintereinander auf der European Tour und ich glaube, ich bin ein etablierter Spieler. Und natürlich gibt es dann natürlich noch Abstufungen. Nicht? Da gibt es die absoluten Superstars, ob es jetzt ein McIlroy oder Ernie Els zum Beispiel ist. Und dann gibt's so Spieler um die Top 50 der Welt, die halt dann auch eine eigene Stufe praktisch bilden, das teilweise in die WGCs schaffen und in die Majors, wo es jetzt der Bernd reingespielt hat letztes Jahr. Und dann gibt's halt die sich jetzt ausfüllen, aber vielleicht nicht in die Top 50 schaffen und damit kämpfen. Und dann gibt es eben noch die, wie ich angesprochen habe, die sich nicht dort ausfüllen und die werden halt dann natürlich sehr schwer die Tourkarte halten und immer wieder runterfallen von der Tour. Ne? Das ist ja was wir Zuseher immer sehen. Nicht? Ich meine, da spielen 144, dann bleiben 60 über und dann denkt man sich, was machen die Armen auf der anderen Seite? Ja? Eine private Frage möchte ich noch stellen, ohne jetzt private Informationen herauszuholen, aber gibt es auch den Privatmann Martin Wiggele, was macht er so, was hat er für Hobbys, hat er überhaupt Zeit für Hobbys? Ja, auf jeden Fall, ich meine, ich bin kein wilder Partymacher mehr, also das war vielleicht bis ich 20 war, habe ich einiges durchlebt und meinen Spaß gehabt. Und seitdem ich eigentlich Profi geworden bin, jetzt mehr als 10 Jahre her, hat sich viel verändert im Privatbereich. Also ich gehe fast nie mehr fort. Ich trinke gerne Bier, logischerweise, wie man auf meiner Kappe sieht, aber ich bin jetzt keiner, der scharfe Getränke trinkt, lang aus ist und ich bin jetzt seit über einem Jahr verheiratet und bin mit meiner Frau sehr glücklich. Kinder haben wir noch nicht, aber wollen wir auf jeden Fall auch, haben wir Familie, eigene. Und ja, also das meine Hobbys, also ich bin ein großer AS Roma-Fan, also ich liebe Fußball zuschauen, spielen geht leider nicht mehr, ist zu riskant und wird meiner Hüfte auch nicht gut tun, glaube ich. Und ja, was noch? Rockmusik ist eine große Sache bei mir. Also ich schaue, dass ich jedes Jahr auf eins der beiden großen Festivals in Österreich gehe, also entweder aufs Nova Rock oder aufs Frequency. Da lebt man auch ein bisschen anders, da bist du ein paar Tage im Zelt und da ist die Hygiene auch nicht das oberste Prinzip. Aber das ist einfach eine lustige Zeit und das war lustigerweise auch zwischen meinen beiden Siege damals bei der Kärnten Open, der Heimerfolg auf der Challenge Tour und dann Saint-Omer auf der European Tour, war genau die Woche dazwischen das Nova Rock Festival und dort haben wir eben, ich und meine Frau gezeltelt
und haben halt Rockmusik gehört und ich bin dann zurückgekommen auf die Tour und habe eben auf der European Tour in Santo Meer zugeschlagen. Nicht? Also es war anscheinend eine ideale Vorbereitung. Und deswegen halte ich das auch jedes Jahr so, dass ich eins der beiden Festivals sehen möchte. Und ja, das sind eigentlich die Hobbys, die ich habe. Das heißt aber für Atzenbrock, für das Diamond Country Club Turnier, Lioness Open, sind die Rockkonzerte ein bisschen zu spät, oder? Das heißt, da musst du dich anders motivieren. Genau, ja, da muss ich wahrscheinlich im Auto mich mit den CDs begnügen. Nein, aber ich weiß nicht, also für Lioness, ich bin da glaube ich genug motiviert. Also ich möchte Austrian Open endlich einmal stark spielen. Also ich glaube 2008 ist mir gelungen, dass ich am ersten Tag geführt habe und zum Beispiel vor 2 Jahren bei meinen letzten Antreten habe ich die ersten beiden Runden sehr gut gespielt zusammen mit Jimenez und Daly und dann ein nicht so gutes Wochenende erwischt und ich hoffe halt, also die Motivation ist hoch und den Platz finde ich, dass der beste Platz wahrscheinlich in Österreich ist. Also ist dementsprechend die Motivationslevel hoch und die Vorfreude hoch. Also ich brauche da keine zusätzliche Motivierung dafür. Sehr gut. Jetzt sind wir hier am Moorhof, gibt es die Vierermeisterschaften. Welchen Stellenwert hat das für dich? Ihr habt ja, glaube ich, einen ganz ordentlichen Flight erwischt, ne? Ja, ist ordentlich und eigentlich das, wo ich mich zu Hause fühle, nicht mit einem European Tour Kollegen aufzudienen. Aber ich meine, es geht um einen Titel, nicht? Also es geht nicht um viel Preisgeld. Und ich glaube, dass jetzt wirklich die Vorfreude auch von den Zuschauern her, beziehungsweise auch von den jungen Spielern, dass sie eben mit uns im gleichen Turnier spielen können, habe ich schon von vielen Seiten jetzt im Vorfeld gehört, dass das sehr hoch ist und sehr, sehr geschätzt wird, dass da praktisch bis auf Markus Brier eben alles, was sozusagen Rang und Namen hat im österreichischen Golf dabei ist. Und das freut mich, wenn es jetzt die Jungen die Gelegenheit haben, sich mit Bernd oder mir oder wem auch immer zu messen. Und wenn es vielleicht ein bisschen eine Vorbildwirkung auch gleichzeitig bringt, beziehungsweise ist es auch schön, wenn jetzt für mich als Steirer oder Grazer, wenn einfach ganz praktisch vor der Haustür ein Turnier ist und da ein bisschen Zuschauer was davon haben. Und ja, ich hoffe, also Platz ist irrsinnig gut benannt, die Grüns sind fast auf einem Tourstandard eigentlich und das zu der Jahreszeit, was eigentlich sensationell ist. Und ja, morgen mit Bernd und Clemens zusammen mit meinem Partner im Uli Weinhandel wird sicher ein lustiges Match und ich freue mich schon sehr drauf. Wir freuen uns auch, wir werden da sicher ein paar Szenen auch drehen. Wir danken herzlich für deine Zeit und wünschen viel Erfolg einmal für das Wochenende und natürlich für alle kommenden Ereignisse. Danke sehr. Dankeschön. Danke.